Die weiche Tour hat nicht genügend gebracht. Jetzt soll es die harte richten, denn die Corona-Zahlen und die Zahlen der Toten, die steigen auf ein kritisches Niveau. Ein harter Lockdown ist wohl unausweichlich, aber die Zeit rund um Weihnachten und Neujahr könnte für die Wirtschaft am besten zu verkraften sein. Also wenn man einen totalen Lockdown machen möchte, dann muss man ihn nach Weihnachten machen. Wenn Deutschland in Winterstarre ist, dann ist eben die Friktion, die Reibungsverluste für die Wirtschaft sicherlich am geringsten. Aber man muss natürlich auch weiterdenken. Man müsste natürlich nach wie vor sehr klar machen, von der bundesrepublikanischen Politik, Länder und Bund mit einer Stimme zu sprechen und zu sagen, wir machen das und das und das. Ich finde, Corona-Regeln müssen so einfach sein wie die Regel bei Mensch, ärgere dich nicht. Man muss sie befolgen können, man muss sie nachts um 2 Uhr aufsagen können, damit man eben auch da die Akzeptanz der Bevölkerung hat. Dieser Flickenteppich, das Hin und Her, was man darf, was nicht, das macht die Menschen wirklich mürbe. Klare Ansagen sind hier nötig, damit man sagen kann, wir halten jetzt durch, bis die Impfstofffantasie immer greifbarer wird und dann wird es ja hoffentlich auch besser. Wir sprechen über neue Geldspritzen der EZB, wie sich Anleger jetzt am besten positionieren. Und wir haben 2 Top-Empfehlungen, Goldman Sachs und Mastercard. Das alles heute bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Der DAX läuft weiter seitwärts. Aber durch den guten Monat November ist schon sehr viel eingepreist. Und jetzt die Hoffnung auf mehr Geldspritzen der EZB, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Aber ist das wirklich notwendig? Ja, neue Liquidität braucht das Euroland. Wir sehen ja, dass viele diese Hilfspakete auch bald wieder auslaufen. Und wenn man weiß, dass die Konjunkturpakete ja weiter kommen müssen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in der Eurozone, da wird sicherlich die EZB weiterhin ihrer Politik der letzten Jahre treu bleiben und sagen, wir finanzieren das möglichst auch 1:1, damit auch ja die Zinsmärkte nicht negativ tangiert werden. Wir erleben im Augenblick ja ein Novum. Selbst Portugal hat mittlerweile negative Anleihezinsen für seine Staatspapiere. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist schon sehr faszinierend. Aber genau diesen Stiefel wird man weiterfahren. Ich möchte alles dafür tun, dass die Konjunkturpakete finanziert werden, dass es keine Friktionen gibt, dass es ja keine neue Schuldenkrise gibt. Allerdings heißt es eben auch, dass natürlich von der alten Bundesbank, von der Bundesbank geerbten Hoffnung und Philosophie, nämlich Stabilitätspolitik zu machen, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Die EZB bleibt, ist und bleibt der Rettungsanker und ich weiß nicht, wie wir jemals aus dieser Geldbrücke, der Rettungsnummer rauskommen wollen. Denn das muss man auch noch sagen, wenn das Geld immer so billig sprießt, wenn man sich dafür anstrengen muss, dann ist natürlich auch die Reformbereitschaft von vielen europäischen Ländern sicherlich nicht genügend. Wenn was umsonst ist, dann strengt man sich nicht an. Wir sprechen gleich weiter, wie sich Anleger jetzt positionieren sollten, aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen bequem von zu Hause oder dem Büro aus verbessern wollt, dann schaut einfach auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 16. Dezember um 19 Uhr exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf die kommenden Börsenmonate und stellt einige Strategien vor. Am 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger. Melde dich am besten jetzt gleich kostenlos an unter trading-haus.de. Gibt es 2020 noch Chancen für Anleger oder sollte man einfach die Bücher zuklappen, ein ruhiges Weihnachten genießen und 2021 erst wieder voll angreifen? Sich zu entspannen an Weihnachten und zum Jahreswechsel, sicherlich, das gehört auch dazu. Man muss ja mal ein bisschen Ruhe empfinden, gerade nach diesem schlimmen Corona-Jahr. Aber dem Aktienmarkt definitiv treu bleiben. Wenn Weihnachten bald ist und man sucht ein Weihnachtsgeschenk, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man regelmäßige Aktiensparpläne durchaus auch vielleicht an die Kinder oder Enkelkinder verschenken sollte, um längerfristig Vermögen aufzubauen. Ich glaube nicht, dass die Aktienmärkte einen massiven Schaden nach unten nehmen werden und einfach die Zutaten zu positiv sind. Das billige Geld, Herr Biden, US-Präsident. Natürlich wird es volatil, schwankungsanfällig bleiben, weil die Welt ja nicht heil ist, wie wir das aus den 80er, 90er Jahren kennen. Aber man sollte
auch in ruhiger Zeit nicht sagen, jetzt muss ich am Aktienmarkt überhaupt nichts machen. Aktiv zu bleiben ist wichtig, denn eine Alternative gibt es nach wie vor nicht. Aktien ist nach wie vor die Anlageform oder anders ausgedrückt, wer von Hamburg nach München fahren will, kommt an Hessen nicht vorbei. Und ich bin auch der Meinung, dass die Anlegerinnen und Anleger an Aktien nicht vorbeikommen. Es gibt keine vernünftige Alternativanlage mehr. Das muss man sich klar vor Augen führen, auch in ruhiger Zeit. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen. Zuerst auf Goldman Sachs. Die Aktie konnte den mittelfristigen Abwärtstrend verlassen und steuert regelrecht auf ein Kaufsignal zu. Sollte nun eine Bestätigung gelingen, könnten die Höchststände der letzten Jahre erneut in den Fokus geraten. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Eine schöne Woche macht zwar noch keinen Sommer, erst bei einem nachhaltigen Kurs oberhalb von 240 US-Dollar ergibt sich aber für die Goldman Sachs-Aktie Aufwärtspotenzial bis zu 262,50 Dollar. Gelingt es auch, diese Hürde zu meistern, stünde einem Folgeanstieg zurück auf die Jahreshochs aus 2018 bei 275,06 Dollar nur wenig im Wege. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Mastercard befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Selbst der Corona-Crash vermochte den Trend nicht zu brechen. Ende August markierte Mastercard bereits ein frisches Rekordhoch bei 366,04 Dollar. Allerdings hat sich die Aufwärtsdynamik in den letzten Monaten sichtlich abgeschwächt. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Solange das Papier von Mastercard zwischen den Kursmarken von 315 und der Nackenlinie bei 354,67 Cent grob seitwärts läuft, ist das Handelsgeschehen als neutral zu bewerten. Ein Anstieg über die Nackenlinie dürfte allerdings den Stein langsam ins Rollen bringen. Mittelfristig könnte es darüber in dem Bereich von rechnerisch 409 US-Dollar weiter aufwärts gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.